Hallo, liebe Zuschauer, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer, ja, sagen wir, wöchentlichen Vorstellung des Servers. Und ja, es hat sich einiges getan. Ich war weg eine Woche und, ja, sagen wir, Zwangsurlaub. Nein, ich war in einer Klinik, weil ich krank bin ein bisschen und deshalb konnte ich hier nicht mitwirken. Also nicht hier sein und nicht mithelfen bauen oder auch keine Videos über den Server machen. So, ja, ihr seht es, hier wurde weitergebaut, am meisten in diese Richtung. Darum fange ich hier an. Und hier kommt ein Haus, das noch im Bau ist, wahrscheinlich ein neuer Spieler. Also ich weiß leider jetzt seit einem Stand von einer Woche nichts fast. Also hier steht Kerms Bude, also hallo Kerum, willkommen auf dem Server. Er ist leider nicht online. Aber ja, ich grüße ihn dann nochmals auf dem Server. Und dort ist jetzt eine Brücke. Wir gehen dann kurz hier nach oben. Also der Server, der wird immer mehr zum Mittler, also zum RPG. So richtig schön mittelartig, das gefällt mir sehr. Und die Admins machen sehr viel dafür. Und hier ist es alles von Humpy HD. Okay, ist auch nicht so gut. Es ist noch ein bisschen früh am Abend, da sind sie wahrscheinlich noch nicht so alle an. Aber ich habe gehört, sie sind meistens ja fast 12 Leute auf dem Server. Das ist sehr, sehr toll. Also Dankeschön für alle, dass ihr auf dem Server mitmacht und es auch euch interessiert und so. Als zweites, dass ich auch mal vorgestellt hätte, so einen Server zu haben, aber ja, bei mir fehlt einfach so die Zeit und die Konzentration dafür und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Werbung fehlt bei mir, aber na, vielleicht wird es ja bei mir auch mal irgendwas, aber ich werde natürlich nicht so etwas Ähnliches machen wie hier, sondern wahrscheinlich etwas Neues, Ausgefallenes oder etwas mit mehr Krieg und so weiter. Und ob das wieder alles noch in gezeigt gehen. Also hier ist so auch ein Haus im Bau. Schauen wir mal das an. Hier wird sein eigenes Bau, okay. Der Hase wohnt hier, okay. Also das sehen wir dann im nächsten. Oh. Ne, sagen wir alle. Okay. So, ah, da ist er gerade. Ich bin wieder zurück. Du. Hallo. Ah. Ich kann wieder nicht schreiben. Okay. Also wieder mal ein Game. Er will mir wahrscheinlich jetzt Game oder so schreiben. Okay, kurzen Moment. Ja, hab's gesehen. Mache gerade Video. So, und hier hat der Lucari weitergebaut. Er hat, weiß nicht, ob es ein Video war oder in einem Let's Play Part. Also in so einem Ding Part. Hinter dem Haus, also ich glaube der Turm, das Haus dort war, also der Berg war glaube ich nicht und nicht so hoch. So, also wunderschöne Villa, Respekt, würde ich nie hinkriegen, also ich hätte zu wenig, also ja, sagen wir hinkriegen würde ich es vielleicht doch können, wenn ich sehr, sehr lange dran arbeite, aber die Geduld hätte ich dann niemals. Also ich sehe das an meiner Kneipe, sie wurde doch nicht so umfangreich und alles mögliche. Vielleicht baue ich sie dann noch ein bisschen um. Also für Tipps oder so wäre ich sehr dankbar. So, und hier haben wir den Kampfplatz der Polizei. Der war letztes Mal schon hier. Ich weiß nicht, ob ein bisschen mehr gebaut wurde.
Aber im Vorstellungsvideo war er noch nicht. Okay. Ja, das ist meine Villa, die sieht. Meine Villa. Meine Pagode, die sieht natürlich auch noch im Bau aus. Dazu kommen wir dann am ganzen Schluss, weil ich noch das die Dinge zeigen will, die Werft. So. Und hier Hügelländer, okay. Aha. Und hier hat jetzt jemand anders gebaut, oder ist das einfach? Oder hat er das einfach? Okay. Oh, schön. Bisschen leer, aber es ist schön. Schauen wir nach oben hin. Ah. Sieht alles so modern aus. Also so, es sieht nicht modern aus im Sinne von Zeitalter, sondern es sieht alles so Mittelalter, nicht so verrunzt, nicht so ja, kaputt und so. Sieht alles so ein bisschen edel aus. Also ja, modern ist also so ein bisschen schlecht. Wie sagen wir? Ja, das ist die schlechte Perspektive dafür. So, und hier hat der Blue Game noch eine Pagode gebaut. Da war ich dabei, habe ihm da diese Steine ein bisschen geschenkt und so. Und ja, scheinbar hat er alles umgebaut. Also, das war mal so ein Holzhaus. So aus Brett, eine Bretterbude, und jetzt hat er es scheinbar umgebaut. Gute Idee. Ob's mir gefällt, sage ich dir ganz persönlich. Ich will jetzt nicht dingen, aber es ist halt ein bisschen schade, dass es nicht mehr so. Wie soll man es sagen? Es sieht eigentlich beides gut aus, aber es sieht so. Sieht so. Ja, halt Polizeirevier ähnlich. Also, es ist wirklich Polizeirevier jetzt und kein heimlich. Mehr oder so. So, und das Rathaus, das wurde gebaut. Dafür wurde hier das weiße schwarze Brett hier weiter hingeändert. Und ja, da wird nochmal ausdrücklich gesagt, dass man die Landschaft intakt lassen sollte. Außer ihr wollt natürlich das Grundstück draufbauen, es ist ein Berg im Weg oder sonst irgendwas, dann ist es klar. Aber eben, weil es halt auch so ein bisschen zum Erbe gehört, wenn irgendwas im Weg ist oder sonst irgendwas, dass man halt rund und durchbaut oder so weiter. So, gehen wir nach oben. Das ist das Bürgermeisterbüro. Okay. Und hier oben ist noch der Turm. Ah, Gefängnis. Oder was ist es? Ah, das ist. Okay. Bücherei wahrscheinlich. Dass man nicht reingeht, genau. Also, da ist für die Zuschauer, also für die Gäste, und dort sind halt die wichtigen Bücher, Unterlagen und so weiter. Das ist gut. Also das ist keine Bücherei, sondern eine, wie sagt man da, Archivar oder wie das heißt. So, ich bin leider nicht so ganz deutsch. Ich bin ja Schweizer und kenne so da manche Wörter von euch nicht so. So, da. Das ist jetzt die Polizeiwache. Okay. Die habe ich da nicht gelesen. Wahrscheinlich war es hier. Ich war hier hochgekommen und bin dann dort drüber gegangen und da habe ich es wahrscheinlich nicht übersehen. Okay. Aber ich finde, ja, das Polizeirevier eigentlich gut. Sieht richtig nach einer Fest, also so. Dass ja die Gefangenen drin in Sicherheit sind von der Polizei aus. Und ja. Gut gemacht. Tobulation ist hier gekommen. Er hat. Ja, er war noch. Er kam, als ich noch da war. Habe ich so 1 oder 2 Tage. Hat hier ein kleines Häuschen gebaut und dann ein bisschen weiter nach hinten gebaut. Und Dankeschön. Physik. Hier eine Zwischenebene, das ist wahrscheinlich nichts davon. Und hier unten auch ein Pferd, ja, ist nichts. Okay.
Dieses war ja das letzte Mal schon da. Er hat wahrscheinlich weitergemacht. Schön, dass du weitergemacht hast. Danke. Und dort drüben ist eine Festung. Da ist leider noch nichts. Das zeige ich dann, wenn das fertig ist. So. Also rennen wir mal. Wir müssen jetzt oben durch. Weil da gibt es noch zwei neue Häuser. Und da jetzt wieder, das jetzt immer wie mehr Leute eigentlich drauf sind, wird da natürlich auch mehr etwas passieren. Also ich werde immer schauen, dass ich so 10 bis 20 Minuten etwas zeigen kann, ohne dass es irgendwie langweilig wird oder zu schnell geht. Und werde dann immer wieder ein Videos machen. Und ja. Ich hoffe, die Videos werden weiterhin so erfolgreich. Natürlich, ich bin relativ, also ich bin nicht so ein oft Let's Playender und so und habe nicht so die Community, die so recht gebunden ist. Aber ich finde es wirklich toll, dass auch neue kommen, mich neu abonnieren. Dankeschön dafür. So, und hier ist der Floster95. Unterstrich 95. Er ist ein Kollege von Mega Coolman, der bei mir gebaut hat. Mein Kollege. Und ja, er hat ein richtig schnuckliges kleines Häuschen gebaut. Recht detailliert und auch mit einer Farbe, die es nicht so oft gibt. Also wirklich schön gebaut. Und das Startbook hat gerade inspiziert. So. Also er macht die Arbeit sehr, sehr gut. Auch Dankeschön an Starpook, dass der Server so gut geleitet wird und dass er auch ein bisschen Acht gibt und ja, vor allem Wünsche und ja, Anmerkungen so auch annimmt und so weiter. So, und ja, da ist man wieder in der Kneipe. Die Kneipe ist ausgebaut worden seit dem ersten Video und sinnvoll ist der Zaun ever, das ist das Beste. Schild ever. Bitte wieder wegmachen, weil es ist gespeichert. Also wenn ihr irgendwas in einem anderen Grundstück hinstellt, so bitte ich und vor allem Starbuck, dass ihr die Schilder unlockt. Also /unlock eingibt und dann auf das Schild links klickt oder rechts oder beides klickt. Weil das ist ja ein Grundstück und wenn das Schild irgendwas sperrt oder irgendwas daran hindert, gebaut zu werden, dann ist es nicht so gut. Und sonst, wenn es halt immer wieder abgerissen wird, dann könnt ihr es ja wieder hinstellen. Aber einfach so oder ein Buch schreiben in den Briefkasten tun. Weil sonst, ja, es nervt halt einfach immer wieder. Und ich bin ja einer, so einer, der halt ein bisschen Korrektheit denkt. Also dass das Schild eigentlich nur dazu da ist, dass sie nicht einfach immer die ganze Zeit auf mein Grundstück geht und irgendwas abholt, verzaubt und so weiter. Also Flo, also Floster und Mega Coolman, die haben Zutritt. Blue Game hat auch Zutritt, weil er mein Kollege ist. Und andere Sachen, andere Leute müssen fragen oder können Bewilligung erlauben, also dass sie Bewilligung bekommen oder erbieten, weil sonst ja einfach zu hektisch und dann ist wieder immer wieder irgendwas gegriffen und dann war es niemand und so weiter. Also es ist gut, wenn ich ein bisschen, ja, also wir zwei oder drei ein bisschen in Ruhe gelassen werden hier, weil Kneipe ist vorne, Kneipe ist im Haus, aber hinter der Kneipe ist Privatgrundstück. Und da hat niemand etwas zu suchen, der einfach irgendwas machen will. So. Die wunderbar fliegende Werkbank des Todes. Das war, glaube ich, Mega Coolmans Idee. Und ich habe es hingeschrieben. Hier habe ich einen Zaubertisch gemacht. Und wer noch keine hat und wirklich manchmal eine braucht, kann zu mir kommen. Aber eben zuerst Bewilligung fragen. Und ja, am besten sonst nichts machen. So, und ja, jetzt bin ich wieder hier und jetzt kann ich hier das zweite Stockwerk machen und mal schauen, wie es sich so wird. Also, ich weiß,
Ich habe immer noch im Sinn, eine Pagode zu machen, weil im Mittelalter gab es eigentlich so Türme nicht einfach. Und ich werde dieses so Mittelalter, also ich werde dieses so europäisch machen wie möglich. Einfach die Giebel, die möchte ich gerne so haben. Und ja, mal schauen, wie es das wird. Also Verbesserungsvorschläge sind auch für die anderen Leute und für den Server sehr, sehr gerne gesehen. Also, und hier haben wir unser Lagerhaus, also die Werft. Hier hat Mega Cool Ex eine super schöne Treppe gebaut, damit wir nicht immer die Leiter nehmen müssen. Das ist sehr gut. Und Wasser und so etwas ist mir zu unrealistisch. Also einen Wasseraufzug gibt es sonst nirgends. Da würde man von Wasser erdrückt werden oder am Boot, also dass man nicht nach oben schwimmen kann. Ja, und hier haben wir unsere Materialien. Nein, bin erst gekommen. Ja. Also wir haben noch nicht so viel. Wir haben viel mehr spielen dürfen. Die Diamanten sind irgendwo versteckt. Da haben wir irgendwie zwei, dreieinhalb Stacks. Dank meiner Dragos Spitzhacke OP. Und ja, die Mandax habe ich noch recht gut. Also das ist alles erst verzerrt. Das habe ich nicht verschmolzen. Und bin recht glücklich damit. Hallo. So. So, also das war's jetzt wieder mit dem Video, sonst wird es zu lange. Aber ich kann immer wieder Videos machen und wenn jemand auf dem Server ist und ich habe ihn vergessen oder sonst irgendwas, tut mir leid, ihr kommt dann sofort im nächsten Video. Und wenn ich es dann nicht wieder vergesse, also bitte nicht böse sein. Und wenn ihr irgendwas zeigen, also gezeigt werden wollt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Keller habt oder sonst irgendwas und ja, gerade auf dem Server seid oder so und ihr mir aufmachen könnt und irgendwie Passwort gesichert machen, das ist schlecht in einem Video. Ja, dass ihr einfach mir unten in die Kommentare schreiben könnt oder auch privat in-game an mich, also slash MSG, Drago Basler und dann was ihr wollt oder es gibt auch andere Arten. Und ja, also, ich danke alle, die mitmachen. Ich danke vor allem Starpuck für den guten, guten, guten und nochmals guten Server. Und wir sehen uns sicher wieder hier auf dem Video, also auf dem Server, meine ich, wenn das LP weitergeht oder irgendein anderes Spezialvideo kommt oder so. Und ja, also, Dankeschön, macht's gut und schaut mal vorbei hier auf dem Server. Bye.